Ein polnischer Sattelschlepper hat rund 300 Liter Diesel auf der Konrad-Adenauer-Brücke verloren. Der 40-Tonner kam vom Tanken aus Luxemburg. Kurz vor der Auffahrt zur Brücke bemerkte er, dass sein Tank aufgerissen war und Diesel auslief. Am Ende der Brücke lenkte der Fahrer seinen LKW zur Seite. Der Diesel lief in dieser Zeit bereits in die Kanalisation. Die Feuerwehr streute die Straße mit Bindemittel aus. In der Kanalisation wurden spezielle Kissen angebracht, um den Diesel aufzusaugen. Die untere Wasserbehörde und die Kanalreinigung der Stadtwerke spülten den Kanal aus. Ein Teil des Diesels war auch in die Mosel geflossen. Die Berufsfeuerwehr errichtete mit Ölschlingen eine Barriere von der Mosel zum Kanalausgang. Der restliche Diesel wurde aus dem LKW-Tank abgepumpt. Eine Spezialfirma reinigte im Anschluss die Straße. Die Dieselspur zog sich mehrere hundert Meter über die gesamte Brücke. Der LKW musste abgeschleppt werden. Insgesamt liefen 300 Liter Diesel aus. 700 Liter hatte der LKW zuvor getankt. Warum der Tank aufriss, ist noch nicht geklärt. Der Verkehr wurde einspurig über die Brücke in Richtung Konz, Saarbrücken geleitet in Richtung Heiligkreuz. Saarstraße war die Straße voll gesperrt. Es kam im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen und langen Staus in allen Richtungen. Im Einsatz, der mehrere Stunden dauerte, war die Berufsfeuerwehr Trier unter anderem mit dem Gefahrstoffzug und dem Boot, die Stadtreinigung der Stadtwerke, der Landesbetrieb Mobilität, die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen sowie die Wasserschutzpolizei.